Naja, ich mache erstmal an diesem zweiten eine Leiter hin. So und zack und zack und zack. Und schon sind wir 6 Leitern losgeworden. Das heißt, mit 10 wären wir eh nicht hingekommen. Aber wir machen das natürlich so, dass man... Moment, oder machen wir das so? Ich habe dann vielleicht eine andere Idee. Weil ich möchte es nicht ganz so offensichtlich machen, weil die Leiter fällt ja doch schon sehr auf da am Berg. Deswegen habe ich gerade überlegt, ob ich nicht eine Nische machen soll. Dass die Leiter dann vielleicht hier rauskommt irgendwo. Oder hier vielleicht. Oder keine Ahnung, vielleicht hier. Hier wäre gar nicht mal so schlechter Platz. Und dafür können wir die in die Felswand bauen und dann den Aufstieg aber noch unten durch eine Tür schützen, so dass nicht aus Versehen ein Creeper hochläuft oder erstmal strecken oder da nicht irgendwas anderes hochläuft. Und strecken deswegen, weil ich heute ganz früh aus dem Bett geplumpst bin, um noch schnell diese Aufnahme zu machen. Also man möge mir das verzeihen. Damit wir den Urlaub über noch genug Folgen haben. Hier wächst Gras in der Nische. Unglaublich. Ich dachte, jetzt muss wenigstens Sonne haben. Oder Licht ein bisschen. Und jetzt ist die Frage. Wir können da natürlich weiterbauen. Ich würde gerne noch ein Esszimmerchen haben, sozusagen. Oder einen Essbereich. Wobei sich das da hinten anbieten würde. Aber andererseits könnte man dann hier noch... Ja, der Berg geht eh nicht so weit rein. Ich guck mal ganz kurz, wie weit wir da kommen. Moment. Also ein bisschen was davon können wir noch mitnehmen, aber ich glaube, so ganz weit werden wir nicht kommen. Aber einfach mal schauen. Ich klopf's dann hier so ein Löchlein rein. Okay, das geht also schon mal. Dann können wir hier soweit schon mal alles machen. Grübel, grübel. Moment. Dann hau ich das weg, dann hau ich das weg, dann hau ich das weg. Und dann können wir uns da so langsam eine kleine Nische reinbasteln. Das geht ganz gut. Moment. Auch ohne Schaufel, da dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber was soll's. Es ist ja nicht so, dass wir es eilig hätten. Und eigentlich wäre es ja sogar ganz lustig, hier noch den Rasen unterirdisch zu lassen, also in der Höhle. Wenn man hier noch einen Bereich mit Rasen machen würde, dann könnte man sich hier quasi noch einen kleinen Garten hinbauen oder was weiß ich. So, jetzt kommen wir hier an die Oberfläche. Das ist natürlich ungewollt, aber da bauen wir gleich mal zu. Und hier würde ich dann lieber noch ein Fensterchen reinbauen, beziehungsweise eigentlich könnte man noch einen weiter in die Tiefe gehen. Das ist ganz schön groß geworden jetzt, ne, der Bereich. Das war so gar nicht geplant. So, ich gehe mal einen weiter rein, einfach um zu gucken, wie weit wir kommen. Die Monster sind ja nur ausgeschaltet, da sind wir einigermaßen safe. Also... Allgemein sind wir da sehr safe sogar, nicht nur einigermaßen. Und jetzt muss ich nur da oben den Berg um einen erweitern. Zack, und jetzt könnte man hier dann auch Fenster reinklopsen, so. Ich mache hier mal alles ein bisschen weg. Na. So, und dann mal gucken, wenn hier die Wand lang geht. Und die soll auch hier lang gehen. Moment, ich guck mal von der anderen Seite ganz kurz. Können wir denn da das gefahrlos wegmachen, oder? Ich glaube, da nehmen wir uns ein bisschen was von der Aussicht, wenn man da... Von dieser natürlichen Aussicht. Also lasse ich hier mal ein zweibreites Fenster. Moment, zack, 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 zack. So und so und... ach, das andere sieht man jetzt eh nicht mehr. Sehr gut. Dafür könnte man aber hier theoretisch dann eigentlich... könnte man doch hier auch. So, müssen wir dann nur gucken, dass es dann trotzdem noch ein bisschen natürlich aussieht von der anderen Seite. Ich glaube, das wird schwer, aber es hinzukriegen. Oder wir müssen halt dann hier auch ein bisschen den Berg aufforsten oder den Berg an einem übergehen... zu dem Berg da übergehend machen.
Das heißt, wir spielen mit der Natur herum. Wollte ich jetzt so gar nicht, aber gut, naja. So, jetzt da. Und da und schon haben wir hier unsere schöne Wand. Aber jetzt müssen wir natürlich alles noch mit Cleanstones versehen oder wir lassen hier die grüne Frühstücksecke, aber ich glaube, das möchte ich gar nicht. Ich baue jetzt aber erstmal mit Erde zu, weil wir gar nicht so viel Cleanstone haben. Dazu brauchen wir nämlich erstmal genug Kohle. Oder? Vielleicht reicht es ja doch noch. Ich guck mal kurz, wie weit... Doch, das reicht. 8 Kohle für 64. Das reicht doch locker. Ja, perfekto. Was ist das für eine scheiß Musik eigentlich gerade? So. Hier, schön wieder die Drogenmusik. Das ist doch schon viel besser. Bauen. So, und dann machen wir uns hier auch mal Cleanstone rein. Wir machen keine grüne Frühstücksecke, weil jetzt machen wir uns erstmal eine Schaufel. Das ist jetzt doch ein bisschen viel, was wir da wegkloppen müssen. Da habe ich selber keinen Bock drauf, dass es so ewig dauert. So, und mit der Schaufel klopfen wir uns jetzt hier die ganze Wand weg. Was schon wesentlich schneller geht, wie man sieht, als das alles mit der Hand zu verklopfen. La 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 la. So, jetzt brauchen wir aber genug Cleanstone, um hier... Also genug Fels. Ich muss mir nochmal angewöhnen mit dem Fels. Um hier alles dicht zu schroten. So, wie viel haben wir denn da jetzt? Kann ich mal gucken. 6 haben wir da wieder im Angebot. Da kann ich ja vielleicht noch ein bisschen was dran... Huch. Basteln. So, und 3 fehlen uns jetzt noch in der Wand. Und dann müssen wir den Boden noch dicht machen. Und eigentlich hätte ich dann, ich bin ja auch blöd, eigentlich hätte ich hier noch 2 freilassen sollen, um da auch rauszugucken. Dann ist es nämlich doch wieder symmetrisch. So, zack, 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 zack. Sieht gut aus und hier auf der Ecke sieht es auch gut aus, auch wenn wir hier jetzt Blöcke in der Ecke haben und da nicht. Aber ist ja Wurst, sieht man ja so erstmal nicht. So, 1, 2, 3 und somit ist hier die Wand schon mal fertig. Jetzt müssen wir den Boden noch machen, da haue ich mal die Schaufel wieder an den Kopf. La 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 la. So, und den Sand hier können wir eigentlich auch gleich machen. Den kann man immer schön als verzierendes Element benutzen, den Sand, aber das mache ich gerade mal nicht. Nicht den Sand, sondern den Kies natürlich. Entschuldigung. So, 4 von denen haben wir jetzt. Dann bauen wir die gleich mal da drunter. Ja, dann bauen wir hier noch zu. Da müssen wir jetzt ein bisschen warten, bis die Cleanstones fertig sind. Auf jeden Fall sieht man schon mal ein bisschen wieder, wo die Reise hingeht. Und dann haben wir uns hier in wenigen Episoden ein wunderschönes Häusli erschaffen. Aber wir haben immer noch keine Wolle gesammelt. Naja, das lief ja ganz super. Ich dachte, man kann tagsüber hier draußen rumlaufen und vielleicht ein paar Schafe vermöbeln, wenn man hier auf der Insel baut. Aber leider ist der Plan nicht ganz so gut aufgegangen. So, die Fackel nicht verlieren. So, pop. Ach, die Musik. Da möchte ich direkt eine Band gründen und sie Backstreet Boys nennen. Das wäre total originell, hat es noch nie gegeben. So sieht das Ganze jetzt von unten aus. Da kann man jetzt theoretisch noch eine Fackel anbringen, damit die Ente hat ein Ei gelegt. Komm, wir versuchen mal was. Wir zerdeppern mal das Ei der Ente. Ja, hast du gesehen, was ich mit deinem Nachwuchs gemacht habe, Ente? Hm? Das gleiche kann ich auch mit dir machen. So. Das Schwein hat alles gesehen. Wir werden es ausschalten müssen. So geht es hier jetzt erstmal hoch. Aber ich glaube, ich werde das doch noch machen mit der Option, dass wir einen Eingang in eine kleine Höhle machen, von wo aus dann die Leiter nach oben führt. So, jetzt mal gucken, wie weit ist hier der Eierenohre. Und der Eierenohre ist bei 8. Damit kommen wir nicht so weit. Nein! Vor allen Dingen nicht, wenn man zu blöd ist, um Pixel genau zu setzen. Naja, aber was soll's, wir kriegen noch genug Eierenohre.
Iron Ishii. Die kennt er bestimmt. Und hier würde ich ja gern Fackeln draußen ansetzen, aber dann... Obwohl doch, das müsste gehen. Ich mach das mal. Müsste von draußen eigentlich doch ganz gut aussehen. La 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 la. Schadadada. Vier Eierenohren. Und wir brauchen noch 1, 2, 3, 6, 7 Stück brauchen wir noch. Und dann haben wir hier die Hütte erstmal fertig. Und dann kann ich auch erstmal ein Päuschen machen für die Aufnahme wieder. Das täte mir, das stünde mir ganz gut zu Angesichte. Und hier liegt überall Dreck auf den Bäumen. Wer macht denn sowas? Ist ja ekelhaft. Und ich warte nur noch auf den... Habe ich gerade Eierenohre gesagt? Ich warte natürlich auf den Cleanstone, nicht auf Eierenohre. Eierenohre ist hier. Wahrscheinlich, weil ich mal mit der Maus immer in der Mitte bin und dann hier bei Eierenohre mal bin und das dann einfach so unbewusst abgelesen habe. Ich meine natürlich die ganze Zeit Fels. Fels dir auf? Ja, und jetzt muss ich wieder die ganze Zeit durch die Gegend laufen. Das tut mir sehr leid, ist gerade ein bisschen unproduktiv, aber dann stellen wir die Scheiße fertig. Und dann gehen wir erstmal doch wieder zur Hauptinsel, um dort Schafe zu dezimieren. Beziehungsweise in der nächsten Aufnahme. Das wird dann wahrscheinlich nach dem Urlaub sein. Und dann wird Minecraft ein Update fahren. Ein wohlverdientes. Und dann, schätze ich mal, werden wir mit Standardtexturen weiterspielen. Also, ja, je nachdem, was es gibt. Je nachdem, wie die Mods geupdatet wurden und so weiter und so fort. Je nachdem werden wir natürlich weiterspielen. Auf jeden Fall, macht euch drauf gefasst. Nach dem Ende der Aufnahme hier könnte es wieder anders aussehen und dann werden wir auch den Creature-Mod wahrscheinlich nicht mehr drin haben und die Gelegenheit nutzen, um Dingensen, ne? Also wisst ihr Bescheid. Um also Schafe zu plündern, das meinte ich. Ach, so sieht's hier aus. Ah, schön hier. So sieht das Ganze von unten aus. Man sieht es kaum und die Leiter mache ich ganz ehrlich, die Leiter mache ich auf jeden Fall rein. Das würde ich fast direkt jetzt noch machen. Wie mache ich denn das am besten? Moment, ich mache mal Folgendes. Ich gehe doch nochmal ganz kurz hoch. Ich lasse das so ungern unfertig zurück. Und den Eingang mache ich dann einfach hier vor die Küchenzeile, oder? Mache ich hier lieber eine Minibar hin? Hm, schwierig. Oder mache ich den Eingang vielleicht hier? Oder mache ich den hier? Ich glaube, ich mache den dann hier. Das müsste ja gehen. Ja, da mache ich hier den Eingang hin. Moment, dann markiere ich mir das mal ganz kurz. Dann mache ich den doch zwei breit, damit es symmetrisch ist. Das passt schon. Und dann kommt man hier quasi direkt in die Hütte rein. Wie in so einer Aufzugs-Penthouse-Wohnung. Lalala, jetzt muss ich aber nochmal ganz kurz gucken. Sekunde, damit ich das abschätzen kann. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Moment, ich mach das dann am besten anders. Sekunde. La da 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 dam, la da 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 dam. Dum, du, dum. Da buddeln wir uns jetzt einfach mal hier rein. Theoretisch müsste man hier ankommen. Aber vorsichtshalber baue ich nochmal einen tiefer, damit wir auch genau alles abpassen. Und dann buddeln wir uns mal von oben nach unten. Und dann müssen wir uns noch ein paar Leitern herstellen, wenn wir genug Holz haben. Weiß ich gerade gar nicht. Und ich denke mal, hier kann man sich gefahrlos nach unten buddeln, weil ich erwarte nicht, hier in einen Lavaschlund zu fallen oder in eine Höhle. Und selbst wenn, wäre es fast schon egal.